Zu dem Erdbeben in Italien hatte es vorher schon Veröffentlichungen gegeben eines Wissenschaftlers, der aber sehr viel Ärger bekommen hat. Warum? Ja, das ist richtig. Also der Wissenschaftler hatte Radon gemessen. Das sind Entgasungen aus dem Boden. Radon kommt mit CO2-Gas nach oben und deutet auf neue Wirksamkeiten hin und damit natürlich auf Spannung, die sich entladen kann, darauf hindeuten. Und wir wissen nur von der Forschung in anderen Regionen, aber auch in der Region, dass das eben keine sichere Vorhersagemethode ist. Manchmal gibt es solche Vorläufer, manchmal gibt es sie nicht, manchmal gibt es sie ohne ein nachfolgendes Beben. Es ist bisher nicht gelungen, eine gute Regel hineinzubringen. Wir glauben, dass die Erde chaotisch reagiert, sodass in manchen Fällen solche Beobachtungen da sind, in anderen Fällen aber nicht. Das heißt, man kann sich auf solche Beobachtungen nicht verlassen und man kann da keine sichere Vorhersage draus machen. Dass es jetzt tatsächlich zum Erdbeben gekommen ist, ist natürlich jetzt ein interessanter Zusammenhang mit weiter studieren müssen, wie das jetzt mit der Radonemission zusammengehangen hat. Aber daraus abzuleiten, dass jemand nicht reagiert hätte oder falsch reagiert hätte, das darf man sicherlich nicht tun, denn eine sichere Vorhersagemethode ist auch diese Methode nicht. Können Sie erklären, warum es in Italien, gerade in dieser Region, zu recht häufigen Beben kommt? Ja, Italien selbst liegt wie der gesamte Mittelmeerraum in der Knautschzone zwischen Afrika und Europa. Afrika bewegt sich auf Europa zu und quetscht sozusagen das Mittelmeer ein. Wenn wir lange genug in die geologische Zukunft gucken, wird es kein Mittelmeer mehr geben, aber das sind Jahrmillionen von jetzt. Bei diesem Quetschen entstehen Spannungen, die sich dann immer wieder in Erdbeben entladen. Regional ist es dann, sind das ganz besondere tektonische Bedingungen, die zu berücksichtigen sind. In dieser Region zum Beispiel kommt es dazu, dass die Adria sich unter Italien schiebt und dahinter das Tyrrhenische Meer sich dabei öffnet. Hängt alles zusammen mit dieser Bewegung von Afrika auf Europa zu. Und diese Öffnungsbewegung, die hat zu einem sogenannten Dehnungsbeben geführt, zu diesem Beben, was jetzt passiert ist und die Katastrophe verursacht hat. Mit welcher Magnitude war das? Können Sie das hier schon feststellen? Die Magnitude liegt um Magnitude 6 herum. Wir haben also hier eine Magnitude 6,2 bestimmt. Das ist schon ein ganz schön heftiges Beben. In Italien hat es häufigere Beben gegeben. Können Sie die Historie noch mal erzählen? Vielleicht, was die stärksten Beben waren und was vielleicht zu erwarten ist? Naja, die Region hat eigentlich in Abständen von vielleicht im Mittel 10 Jahren immer solche starken Beben gezeigt. Das letzte große starke Beben, was auch katastrophal war, trat 1997 auf. Davor hatten wir 1984 ein großes Erdbeben. Wenn wir noch weiter zurückgehen, etwa nach 1915, dann gab es dort ein Beben mit 29.000 Todesopfern 1915 in der Region. Und das war auch nur einige 10er Kilometer weiter südlich von dem Beben, das wir jetzt gehabt haben. Was hätte das für eine Magnitude? Das ist bei solchen Beben aus den Zeiten schwer zu sagen, weil man hier nur mit großen Fehlerbereichen die Stärke feststellen kann. Man konnte damals noch nicht die Magnitude bestimmen, sodass ich da jetzt auch keine Größe angeben möchte. Aber das ist schon eine Magnitude um 6 oder größer als 6 gewesen. Können Sie die Skalierung der Magnituden noch mal erklären? Was passiert da? Wie viel Energie wird da frei? Ja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn man in der Magnitude eine Stufe höher geht, also von 6 nach 7, dann bedeutet das eine 30-fache Energie. Wenn man also dieses Beben der Magnitude 6,2 vergleichen möchte, etwa mit dem Beben, das 2004 bei Sumatra stattgefunden hat und eine Magnitude 9,3 hatte, dann muss man sagen, dass dieses Beben jetzt 30.000-fach
kleiner war, 30.000-fach weniger Energie erzeugt, freigesetzt hat, wie das Sumatra-Beben. Also es bräuchte 30.000 solche Beben, um ein Beben der gleichen Größenordnung zu erzeugen, wie es 2004 in Sumatra war. Dennoch sind ja hohe Schäden entstanden. Was ist denn zu erwarten? Man hat ja oft den Eindruck, dass nach schweren Erdbeben in anderen Regionen der Welt eine Art Kettenreaktion ausgelöst wird? Oder liegt das nur an unserer erhöhten Wahrnehmung? Nein, bei den ganz großen Erdbeben wie Sumatra etwa ist das sicherlich der Fall, dass da über größere Entfernungen hinweg eben auch andere Beben ausgelöst werden können, wenn sich Spannungen aufgestaut haben. Wir haben es ja gesehen, längs des Sonderbogens. Was jetzt Italien anbetrifft, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass das Beben nicht so stark gewesen ist, dass man da befürchten muss, über große Entfernungen jetzt irgendwie einen Triggereffekt zu haben. Also Deutschland ist mit Sicherheit hier völlig ausgeschlossen. Da braucht man also wirklich keine Angst zu haben, dass hier irgendwie ein Einfluss auf Deutschland vorhanden ist. Man muss natürlich in der Region selbst mit Nachbeben rechnen. Nachbeben, die es immer gibt, und hier muss man damit rechnen, dass die Nachbeben auch durchaus stark werden können, durchaus eine Stärke, die vielleicht eine Magnitude kleiner ist als das Hauptbeben. In Ausnahmefällen kann so ein Nachbeben eben auch an die Stärke des Hauptbebens rankommen. Das ist interessant, sicherlich vielleicht für die Osterurlaub, die in diese Region jetzt fahren wollen. Wie muss man sich denn da verhalten, wenn es ein Erdbeben gibt? Ist es dann nicht schon zu spät? Naja, man sollte vielleicht jetzt nicht unmittelbar mitten in das Erdbebengebiet sich hineinbegeben, wo man mit Nachbeben rechnen muss. Aber in größeren Entfernungen, wenn man also da 100 Kilometer entfernt ist, dann muss man also jetzt nicht mit einem stärkeren Ereignis rechnen. Wenn es bebt, dann sollte man in Italien in der Regel versuchen, wenn man in der Nähe der Tür sich befindet, schnellstens rauszulaufen. Wenn man sich nicht in der Nähe der Tür befindet, dann gibt es so die Regeln, wie sich unter einen Türrahmen stellen oder unter einen stabilen Tisch, damit herabfallende Teile einen nicht treffen. Das sind wenig Dinge, aber dennoch können das Dinge sein, die einem letzten Endes das Leben retten. Sie gehen sehr vorsichtig mit solchen Vorhersagen um, sollte man ja auch, damit man keine Panik auslöst. Aber gibt es eine gewisse Schwelle, wo Sie sagen, wir müssen jetzt die Öffentlichkeit informieren? Was meinen Sie mit Vorhersagen? Gibt es überhaupt eine Vorhersage von denen? Nein, also es gibt keine verlässlichen Vorhersagen. Das, was wir sagen können, sind Angaben über die Gefährdung. Das sind aber Angaben über Jahrzehnte hinweg. Wir können auch sagen, dass in einer bestimmten Region, etwa in dieser Region, eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass innerhalb der nächsten Dekaden Beben dieser Stärke auftreten werden. Vielleicht auch die Anzahl, wie viele solche Beben dort auftreten werden. Aber es kann kein Wissenschaftler heutzutage wirklich sagen, dann und dann wird ein Beben dieser Stärke dort und dort auftreten. Das Problem haben wir leider nicht gelöst. Und das zeigt eben auch die Schwierigkeit, die jetzt besteht in dem Umgang mit der Vorhersage, die ja dort vorhanden, die ja dort da gewesen ist, und den Behörden, weil es ja eigentlich eben keine verlässliche Vorhersage gibt. Und wenn sie eben einmal funktioniert hat, ist das natürlich noch lange keine verlässliche Statistik. Herr Professor Schaar, ich danke Ihnen.